City Life wird Ihnen präsentiert von dticket.de, Ihrem Ticketpartner in Düsseldorf. James Rizzi ist weltweit einer der bekanntesten Pop-Art-Künstler. Seine neue Ausstellung trägt den Titel Enjoy und dass das auch sein eigenes Lebensmotto ist, zeigen die Bilder. Bunte, knallige Farben. Das ist eines der Markenzeichen des amerikanischen Künstlers James Rizzi. 250 Kunstwerke, die Fröhlichkeit, Lebensfreude und Optimismus ausstrahlen. Wissen Sie, auch wenn jeder seine schweren Zeiten hat, meistens ist das Leben wirklich ein Geschenk. Wir haben nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten und deshalb sollten wir sie genießen. Ich versuche den Spaß am Leben durch meine Arbeit auszudrücken. Alle ausgewählten Werke der Ausstellung stehen unter dem Titel Enjoy, dem ganz persönlichen Lebensmotto von James Rizzi. Ich denke, Glück ist ansteckend. Wenn du von glücklichen Menschen umgeben bist, wirst du auch glücklich sein. Ich denke, wenn ich Kunst mache, die positive Energie und Glück verbreitet, dann wird sich das auch auf andere Menschen auswirken. Die Ausstellung Enjoy ist noch bis zum 31. Dezember in der Kö-Galerie zu sehen. Und zu sehen gibt es viel, denn die Spannbreite der präsentierten Arbeiten ist groß. Das K21 zeigt das, was Wiener seit 40 Jahren international bekannt gemacht hat. Das Besondere ist, dass es natürlich um Kunst geht, die im Kopf funktioniert. Aber Kunst, die trotzdem nicht abstrakt ist. So eine Kunst, die von den Gegenständen dieser Welt handelt und von den Beziehungen, die wir mit diesen Gegenständen in der Welt haben. Aber es ist eine große Herausforderung natürlich, weil es keine schön gemalten Bilder sind, sondern wir werden verantwortlich, indem wir die Texte von Lorenz Wiener aufnehmen und zu einer Arbeit machen. Kunst, die zum Nachdenken anregt. Lorenz Wieners Arbeiten sprechen ebenso einfache wie komplexe Sachverhalte an und sind gedanklich, aber auch poetisch eine Herausforderung. Der Künstler schreibt das auf, was er beschreibt. Es ist eine materielle Beschreibung der Welt. Was wir daraus machen, ob wir daraus eine Metapher machen, ob wir eine übergeordnete Sicht dieser Dinge sehen, ob wir ein Symbol daraus machen, das ist unsere Verantwortlichkeit. Er sagt, es ist, was es ist. Seit 1988 hat es keine vergleichbare Ausstellung gegeben. Übrigens ist Düsseldorf die einzige europäische Stadt, wo man Wieners Konzeptkunst sehen kann. City Life wurde Ihnen präsentiert von dticket.de, Ihrem Ticketpartner in Düsseldorf.